Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Recht auf Asyl und die Menschenrechte gelten als Antworten auf die im Nationalsozialismus verübten Gräueltaten und als zivilisatorische Errungenschaft. Nie wieder sollte eine Situation entstehen, in der von Verfolgung bedrohte Menschen schutzlos umherirren und von allen Staaten, in denen sie um Asyl bitten, abgewiesen werden. Genau darum geht es bei dem Gebot des Non-Refoulement. Niemand darf ohne ein rechtsstaatliches Verfahren in ein Land zurückgewiesen werden, wo ihm oder ihr Folter, unmenschliche Behandlung oder schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Doch Ihr Antrag hat nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Im Gegenteil, Sie rufen hier offen zu einem Bruch von EU-Recht auf. Ja, Sie verlangen ernsthaft direkte Zurückweisung von Asylsuchenden an der Grenze. Das ist rechtswidrig, Herr Hofmann. Das ergibt sich auch schon aus der Dublin-Verordnung, dass das nicht geht. Mit der GEAS-Reform wurde das individuelle Recht auf Asyl schon bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt. Und von der einzigen zivilisatorischen Errungenschaft bleibt kaum mehr ein Schatten übrig. Aber das reicht Ihnen von der Union offensichtlich nicht. Sie wollen jetzt das Drittstaatsmodell realisieren. Und ich zitiere aus Ihrem Antrag, in dessen Rahmen jeder in einen sicheren Drittstaat außerhalb Europas überführt wird. Sie wollen also, dass gar keine Geflüchteten mehr in Europa ankommen. Die Zahlen wollen Sie also auf Null setzen. Das ist nicht nur realitätsfern, sondern damit zertrümmern Sie auch die letzten Überreste des Asylrechts. Sie wollen die Verantwortung abwälzen, hören Sie zu, die bereits jetzt die Länder tragen, die die Hauptlast bereits jetzt tragen, obwohl sie nicht für die Ursachen von Flucht verantwortlich sind. Fast alle der weltweit Vertriebenen leben in ärmeren Staaten, nicht bei uns. Stichwort Ruanda-Modell. Das wird nicht funktionieren. Wir dürfen nicht die gleichen Fehler wie Großbritannien machen. Und es wurde hier auch schon gesagt, Herr Frey, Ihre Zahlen sind falsch. Jede Abschiebung kostet 1,8 Millionen Pfund. Wollen Sie jetzt ernsthaft das gesamte Geld der Steuerzahler für Deals mit Despoten verschleudern, anstatt es in Deutschland zu investieren, in Kommunen und Kitas zu investieren, damit es allen Menschen in Deutschland zugutekommt? Statt Menschen zu entrechten, sollten wir doch auf die Ursachen von Flucht schauen. Weltweit herrscht so viel Krieg wie noch nie. Und natürlich bedeutet das auch, dass es mehr Geflüchtete gibt. Und zur Wahrheit gehört, dass die EU eine wesentliche Verursacherin von Flucht ist. Vor dieser Realität und Verantwortung können Sie die Augen nicht verschließen. Und ich komme zum Schluss, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber auch liebe Bürgerinnen und Bürger. So wie es jetzt gerade aussieht, wird diese Regierung es nicht schaffen, Grund- und Menschenrechte zu verteidigen.